Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich dir, wie einfach du eine Gardine umnähen kannst und das ganz ohne eine Nähmaschine zu besitzen. Wenn du eine Gardine gerade frisch gekauft hast und du siehst, hör mal, die ist viel zu lang für mein Fenster, wie kriege ich die jetzt gekürzt, da ich ja gar keine Nähmaschine zu Hause habe? Da kommt etwas ganz Tolles und zwar gibt es entweder schon beim Kauf von der Gardine ein Saumband mit dabei. Also es ist einmal hier sowas, das ist 100% Kleber. Also das heißt, wenn du gleich darüber bügelst, dann verflüssigt er sich. Und nach dem Abkühlen ist er hart und deine Gardine musst du nicht vernähen. Wie du das machst. Wenn du deine Gardine jetzt vor dir liegen hast, das ist jetzt mal hier meine Gardine, wenn ich jetzt eine richtige hätte, das wäre viel zu groß alles. Hier oben hast du dann dein Saumband bzw. dein Häkchenband, wo du die Gardine aufhängen kannst. Also habe ich jetzt hier die linke Seite vor mir liegen. Und hier habe ich schon einmal vorgeklappt, wie viel Zentimeter ich meine Gardine ändern möchte. Hier musst du natürlich einmal die Nähmaschine auf deine Gardine... Hier musst du natürlich dann einmal deine Gardine auf deine Gardinenstange hängen und schauen, wie viel Zentimeter muss sie denn gekürzt werden. Wenn du jetzt eine Gardine von 3 Meter hast und du sagst, 50 cm müssen ab, so dass die auf jeden Fall dann gerade so über dem Boden schwebt. Da musst du vorher gut überlegen, wie viel Zentimeter möchte ich denn umklappen. Ich habe jetzt hier eine relativ dicke Gardine. Das heißt, hier sieht es oftmals viel schöner aus, wenn ich große Schläge mache. Denn wenn ich kleine, wenn ich jetzt hier so ein Stückchen umklappe und hier dann das Kleber, den Saumband drauflege und hier... dann sieht es bei den dicken Gardinen oftmals nicht schön aus, also unten der Saum. Das kann passieren, dass das dann wellig aussieht. Und deshalb empfehle ich bei dicken Gardinen, kannst du ruhig so 15 bis 20 cm sogar umschlagen. Das sieht viel schöner aus, als wenn du so ein kleines Säumchen hier nimmst. Also wenn du jetzt eine Gardine hast von 3 Meter, empfehle ich dir, also du sagst jetzt so, da sollen 50 cm ab. Dann musst du natürlich dementsprechend, was du umklappst, wieder dranhängen. Also 50 cm sollen ab. Aber ich benötige natürlich jetzt zum Umklappen und so weiter 15 bis 20 cm. Also musst du darauf achten, dass du hier nicht allzu viel dann abschneidest, weil sonst schwebt die Gardine natürlich zu weit über den Boden. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann musst du die Gardine zweimal umbügeln. Das heißt, du klappst sie so um, also von hier bis nach hier sind jetzt bei mir 15,5 cm. Die klappst du dann zweimal um. Also ich habe jetzt einmal hier einmal umgeklappt und klappe dann noch einmal um. Falls du dich jetzt fragst, warum hat Diana das denn jetzt nicht bis hierhin dran geklappt? Das liegt daran, dass wenn ich das jetzt ganz hier dran klappe, so einmal hier, und dann wieder umschlage, das kann dann hier, dass das am Ende viel zu dick aussieht. Und hier kann es dann wieder auch passieren, dass die Gardine unten Wellen schlägt und dass das nicht schön aussieht. Deshalb empfehle ich dir, ein bisschen übrig zu lassen und das dann einmal so zu bügeln und dann nochmal umzuklappen, also dass auf jeden Fall die Gardine zweimal umgeklappt hast. Wenn du dann jetzt dein Saumband nimmst und dich jetzt fragst, okay, ich nehme jetzt einfach und lasse ein bisschen hier übrig und schneide das dann hier ab, da kommt schon der erste Fehler, denn wenn du jetzt hier allzu viel übrig lässt und das gleich bügelst, dann wird der Kleber natürlich flüssig und der ganze Saum und der ganze Kleber würde hier verlaufen und deine Gardine wäre hinüber. Deshalb rate ich, lass ruhig 1 cm Platz links und rechts und schneide es dann ab. Auch wieder hier. Wenn du eine sehr schwere Gardine hast, dann kannst du natürlich die komplette Klebefläche voll ausfüllen. Das heißt, ich mache mir hier einen Klebestreifen und habe sogar noch Platz für noch weitere Klebestreifen. Das liegt daran, wenn du genug Platz hast, dann empfehle ich dir das auch zu machen. Denn so große, schwere Gardinen, bei so großen, schweren Gardinen reicht es manchmal nicht aus, nur ein Saumband zu benutzen. Deshalb empfehle ich dir einfach mehrere zu machen, so viele wie es nur geht. Und so hat man dann auch nicht die Gefahr, dass die Gardine nach einem Monat sich wieder von alleine aufklappt. Also verwende hier so viel wie möglich an Saumband.
So, ich nehme jetzt hier zwei Stück, das reicht auf jeden Fall. Und dann klappe ich das einfach einmal um und fixiere mir das Ganze dann. So, jetzt fixieren wir das Ganze einmal, denn wir müssen die Gardine ja gleich zum Bügeleisen heben, damit da nichts verrutscht. Fixieren wir das Ganze einmal. Wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt keine Nähmaschinen hast, aber trotzdem Stecknadeln zu Hause hast, dann empfehle ich dir natürlich jetzt hier einmal alles schön mit Stecknadeln zu fixieren. Falls du keine hast, kannst du solche Klemmerchen benutzen, wenn du diese da hast. Oder, was natürlich jeder zu Hause hat, sind Wäscheklammern. Die kannst du natürlich dann auch hier rundherum einmal schön drumherum klemmen. Ich habe jetzt einmal diese Wonder Tapes, die klicke ich jetzt einmal hier drumherum, da ich die gerade zufällig da habe. Und so kannst du dann jetzt einmal rüber zum Bügeleisen laufen. Und hier empfehle ich dir einmal zu schauen bei der Anleitung von dem Saumband, wie ich das bügeln muss. Die meisten Hersteller sagen einmal ein Handtuch drauflegen zur Sicherheit, beziehungsweise um den Stoff zu schonen von der Gardine. Und hier muss natürlich darauf achten, auf wie viel Grad bzw. auf wie viele Pünktchen ich das jetzt bügeln muss, beziehungsweise auf wie viele Pünktchen muss ich das Bügeleisen jetzt einstellen, damit der Kleber hier schmilzt. So, wenn du jetzt die Gardine gebügelt hast, musst du jetzt natürlich einmal schauen, ob der Kleber wirklich fest ist. Das kannst du einfach hier ran testen, indem du einfach mal hierher gehst. Dass man ein bisschen so hochziehst. Wenn sich hier nichts mehr hochziehen lässt, dann weißt du, okay, der Kleber hält bombenfest, ist alles schön verschmolzen und hat sich auch schön mit dem Gewebe verbunden von der Gardine. So einfach ist es also, eine Gardine ohne Nähmaschine zu versäubern, und sieht natürlich auch hinterher richtig schön aus, weil man hier natürlich von außen dann gar keine Naht sieht. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Falls du noch andere Ideen hast, was man noch alles mit so einem Saumband machen könnte, weil da ist ja schon ziemlich viel dabei, dann schreib mir dies gerne unten mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana.